Wir möchten in unserem Projekt, dass der Calliope Mini die Lautstärkewerte des Sensors ausliest, bei einer bestimmten Lautstärke unterschiedliche Bilder auf dem Display anzeigt. Leise Umgebung zeigt ein lachendes Gesicht, mittlere Lautstärke ein nicht ganz so glückliches Gesicht und richtig laut zeigt einen unglücklichen Smiley. Dafür müssen wir zunächst eine Variable definieren. Die Variable legt fest, was wir messen, nämlich in unserem Fall Lautstärke. Der Programmcode greift dann immer wieder auf diesen Wert der Variable zu. Deshalb muss die Variable auch als globale Funktion ganz oben angelegt werden. Um einen Wert auslesen oder verändern zu können, brauchen wir eine Variable. Variablen oder auch Platzhalter genannt, werden in der Informatik für ganz viele verschiedene Dinge genutzt. Sie sind eine Art Kiste, die mit einem Namen versehen werden. Dazu müssen wir natürlich erstmal unsere Variable programmieren. Dazu klicke ich hier auf Variable und muss auf Plus drücken in unserem Startblock. Und zack, wird schon eine Variable für uns generiert. Zuerst einmal muss die Variable definiert werden. Also was soll diese Kiste speichern? Und wir möchten gerne, dass diese Kiste die Lautstärke begutachtet. In ihr werden ja auch Dinge hinterlegt. Das können Zahlen sein, aber auch ganz unterschiedliche Sachen wie Bilder oder auch logische Werte, das heißt wahr oder falsch. Aber wir möchten natürlich mit der Lautstärke erstmal die Zahl machen. Da die Variablen Infos speichern, müssen sie vor dem eigentlichen Programm ablaufen. Um nun die Lautstärke von Geräuschen zu messen, brauchen wir unseren Geräuschsensor. Den finden wir hier. Wir möchten natürlich, dass das irgendwas mit unserer Variable zu tun hat. Also sagen wir, ich schreibe Lautstärke und gebe das Geräusch in Prozentzahlen ab. Nun haben wir überlegt, dass die Lautstärke ab einer gewissen Prozentzahl, zum Beispiel 80, zu hoch ist. Und es soll ein visuelles Feedback gegeben werden. Also müssen wir erstmal sagen, wenn die Lautstärke zu hoch ist, dann zeige ein Bild. Nun kümmern wir uns erstmal um den Vergleich. Wir können hier bei Logik unsere Klammer nehmen, die sagt, wenn irgendwas gleich ist, also ganz unterschiedliche Bedingungen, ist dann größer. Wir haben gerade schon gesagt, 80 von 80% würde bedeuten, dass es schon ziemlich laut ist. Also 0% ist ganz leise, 80% ist schon ziemlich laut. Als Variable packe ich die Lautstärke rein. So haben wir schon mal unseren Vergleich. Jetzt überlegen wir ja, wie wir dieses Bild noch integrieren können. Das können wir bei Aktion machen. Wir können ein Bild zeigen. Wir haben ja gesagt, 80% ist schon ziemlich laut und ich finde, das sollte ein Smiley sein, der die Mundwinkel nach unten hat. Augen wären auch nicht schlecht, darum kann ich die einfach nur einfügen, indem ich mit dem Mauszeiger draufklicke und automatisch entstehen Rauten. Um das Ganze noch dramatischer zu gestalten, finde ich, dass man tatsächlich auch noch sagen kann, dass wie bei einer Ampel rot erscheint, zu laut. Nun haben wir hier eine Bedingung, die heißt, wenn die Lautstärke zu hoch ist, also über 80, dann zeige bitte den Smiley an und werde rot. Ich kann dies jetzt mit unserer Information oben drüber schon verbinden. Und damit das Programm weiß, dass es immer wieder passieren soll, dass das abgefragt wird, brauchen wir unsere Wiederhole unendlich oft Schleife und können unseren vorherigen Programmcode einfügen und an den Start setzen.